Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass Sie wieder heute Abend bei uns sind und uns zuhören bei der zweiten Vorlesung im Rahmen unserer Vortragsreihe zu Covid-19. Wir haben heute wieder zwei Top-Expertinnen, Experten für Sie. Zum einen die schon sehr berühmte Frau Kollegin Ulrike Protzer, die wir alle schon ganz gut kennen aus den Medien, hat sie uns sehr viel erklärt zu dem Virus, sehr viel erklärt, wie er sich verbreitet, was wir tun können, um uns vor dem Virus zu schützen. Ganz kurz, sie ist die Expertin, wenn es um Viren geht und hat seit 2007 den Lehrstuhl für Virologie hier an der Technischen Universität München inne. Sie hat einen Dialog mit einem Kollegen. Sie hat noch einen Kollegen aus ihrem Institut mitgebracht, den ich Ihnen noch ganz kurz vorstellen möchte. Herrn Professor Andreas Pichelmeier, der seit 2017 hier bei uns an der TU München ist und einen Ruf auf einen Lehrbereich hier am Institut für Virologie erhalten hat. Das Besondere an ihm ist, dass er auch Veterinärmediziner ist. Denn um das Thema geht es nämlich heute Abend. Was passiert denn, wenn ein Virus mit einem Wirt interagiert? Und wie Sie ja vielleicht schon gelernt haben, kommt dieses Virus ja eigentlich aus dem Tierreich und ist dann auf die Spezies Mensch übergegangen. Und diese Interaktion zwischen einem Virus, der aus dem Tierreich kommt, der dann den Menschen befällt, da gibt es viele interessante neue Forschungsaspekte. Und heute Abend geht es eben darum, wie kann man die Achillesferse dieses neuartigen Virus in der Spezies Mensch definieren und das für neue therapeutische Ansätze nutzen. Wir werden es wieder so machen, dass nach den beiden Vorträgen Sie am Ende im Chat Fragen stellen können, die wir dann gemeinsam mit den Experten und Expertinnen diskutieren können. Sie können uns jetzt live zuhören oder auch später das Ganze nochmal anhören oder falls Sie unterbrochen werden, dann im YouTube-Kanal der Technischen Universität München nochmal reinhören. Ja, es geht los und ich darf das Wort Frau Ulrike Protzer zunächst überreichen. Liebe Ulrike, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Marion, für die Einführung. Und es freut uns natürlich sehr, dass wir heute hier aus ja so richtig virologischer Sicht ein bisschen was erzählen dürfen. Und als Virologe versucht man natürlich immer, das Virus zu verstehen und die Interaktion mit der Zelle zu verstehen. Und Andreas ist da wirklich, ich glaube, der Spezialist, nicht nur in München, sondern auch sicherlich deutschlandweit und international anerkannt. Und der wird Ihnen ganz am Anfang ein bisschen erzählen, wie man denn die Interaktion von dem Virus mit der Zelle aufdröseln kann, wie man also die Achillesferse des Virus identifizieren kann und das dann nutzen kann für neue Therapien. Und ich werde dann anschließend versuchen, das nochmal aufzunehmen und einen bisschen alternativen Ansatz zu zeigen, wie man vielleicht auch vorgehen könnte. Und damit, Andreas, würde ich gerne an dich übergeben, damit du uns erzählst, wie denn das Virus mit der Zelle interagiert. Ja, erstmal vielen Dank für das Interesse. Wie Ulla gesagt hat, wir sind unglaublich interessiert an Viren. Viren sind fantastische Geschöpfe. Sie kommen in allen Formen und Arten auf uns zu. Und obwohl sie sehr divers sind in ihrer Form, in ihrer Art, in ihrer genomischen Struktur, kann unser Immunsystem und unsere Zellen können meistens dieses Virus ganz gut blockieren und inhibieren. Die meisten Viren, die wir kennen, werden also quasi geklärt. Es gibt aber natürlich manche Viren, die Erkrankungen verursachen und solche kennen wir zum Beispiel auch als die jährliche Grippe bzw. auch Schnupfen und natürlich auch seit 2019 SARS-CoV-2. Die Viren interagieren mit Zellen
Und die Frage ist eigentlich jetzt, wie kann man diese Information über die Interaktionen zwischen den Viren und den Zellen verwenden, um zum Beispiel antivirale Therapien zu etablieren, beziehungsweise Therapien vorzuschlagen, die eventuell wichtig sind und funktionieren für SARS-CoV-2 und für andere Viren. Dafür müssen wir uns kurz vor Augen halten, mit wem wir es hier zu tun haben. Also Viren sind eigentlich relativ einfache Gentransfer-Rechenzyklen. Ein Virus möchte eigentlich nur das eigene Genom weiterbringen, von einem Wirten zum nächsten. Das Virus kann das nicht allein, weil meistens sind sie relativ klein. Zum Beispiel SARS-CoV-2 hat nur 29 Gene und nur 30.000 Nukleotide. Und wenn man das jetzt vergleicht mit einem Menschen, dann ist das wirklich minimal klein. Wir haben 20.000 Gene und 6,5 Milliarden Nukleotide. Das Virus braucht im Prinzip den Menschen, um weiterzukommen. Und dafür infiziert das Virus menschliche Zellen und repliziert in diesen Zellen. Und aus einer infizierten Zelle können Hunderttausende oder Millionen Kopien dieses Virus entstehen. Die Zelle reagiert auf diese Virusinfektion, indem die Zelle eine Immunantwort hervorruft. Und diese Immunantwort ist normalerweise ausreichend, um die meisten Viren zu hemmen. Bei manchen Viren, die Erkrankungen verursachen, reicht diese Immunresponse nicht aus. Und die Frage ist jetzt eigentlich, wie man bei solchen Viren, insbesondere natürlich bei SARS-CoV-2, therapeutisch eingreifen kann, um zum Beispiel dem Körper zu helfen, damit er es schafft, dieses Virus zu blockieren. Im Prinzip gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie man jetzt diese Viren hemmen kann. Auf der einen Seite gibt es die Möglichkeit, direkt auf das Virus einzugreifen und so das Virus zu hemmen. Auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit, die Wirtszelle zu beeinflussen, weil das Virus sehr stark abhängig ist von der Wirtszelle. Und wenn man die Wirtszelle beeinflusst, kann man auch verhindern, dass sich das Virus ausbreitet. Gerade insbesondere für Covid-19 sind solche Ansätze extrem wichtig, weil wir derzeit nur ein einziges Medikament haben, das von der Food and Drug Association approved ist, dass man es verwenden kann gegen Covid-19, und das ist Remdesivir. Das funktioniert in vitro sehr gut, in vivo in Patienten leider relativ schlecht. Es gibt auch andere Notfallzulassungen. Diese sind vor allem therapeutische Ansätze, die die Symptomatik dieser Erkrankung nennen. In dem Fall wird vor allem die Immunantwort gegen das Virus moduliert. Und es wird versucht, diese überschießende Immunantwort und Pathologie dieses Virus zu hemmen. Aber man fragt sich jetzt eigentlich, jetzt kennt man das Virus ein Jahr, warum hat man nicht schon viel mehr therapeutische Ansätze bis jetzt gefunden? Und der Grund liegt eigentlich daran, dass dieser Drug Discovery Process extrem langwierig ist. Normalerweise dauert der ungefähr 10 Jahre und der ist unglaublich kostenintensiv. Es gibt unterschiedliche Clinical Trials und klinische Phasen, die durchlaufen werden müssen und die sehr intensiv sind. Zum Beispiel Toxizitätstest in der Phase 1 von klinischen Untersuchungen, beziehungsweise auch Aktivitäts- und Efficacy-Tests in der Phase 2 von klinischen Studien. Trotz all dieser Hindernisse schafft es immerhin 7.500 Drugs, also Medikamente, eine Zulassung bei der FDA zu bekommen für unterschiedlichste Erkrankungen. Das können jetzt Erkrankungen sein, die wir kennen, wie zum Beispiel Krebs, das können aber auch immunologische Erkrankungen sein, etc. Und wenn man sich jetzt auf dieser Zeitachse projiziert, wo wir uns befinden bei der Covid-19-Pandemie, dann sind wir eigentlich noch nicht weit drin. Wir sind jetzt eigentlich ein Jahr dabei und normalerweise, wenn man jetzt auch mit dieser Geschwindigkeit versucht, Drugs zu finden, wird es noch Jahre dauern, etwas zu finden. Man kann jetzt natürlich versuchen, diese Drugs zu verwenden, die man schon kennt. Und es gibt viele Industriepartner bzw. auch Universitäten, die versuchen, diese bereits akkreditierten Medikamente zu verwenden für sogenanntes Drug Repurposing. Und man steigt dann quasi an einem späteren Zeitpunkt hier ein, wo man weiß, dass diese Medikamente gut verträglich sind. Und man muss immer noch zeigen, dass diese Medikamente natürlich effizient sind, um das Virus zu hemmen und auch im Kontext dieser Virusinfektion keine Nebeneffekte haben. Wenn man sich jetzt überlegt, wie kann man jetzt zum Beispiel diese Viren hemmen,
Auf der einen Seite, wie gesagt, gibt es diesen direkten Angriff auf das Virus. Und ich möchte ganz kurz ein anderes Virus als Beispiel nehmen, in dem Fall Influenza A-Virus. Das ist ähnlich wie SARS-CoV-2, es infiziert Zellen. Es setzt sein eigenes Genom frei, es repliziert und es verlässt die Zellen dann wieder. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, jetzt dieses Virus medikamentell zu behandeln oder zu inhibieren auf dem Weg wieder in die Freiheit und in die Replikation. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dieses Freisetzen der eigenen Genome zu hemmen, indem man sogenannte M2-Inhibitoren verwendet. M2 ist ein virales Protein, das wichtig ist für diese Freisetzung der Genome. Man kann auch die Replikation des Virus hemmen und man kann auch verhindern, dass das Virus wieder freigesetzt wird. Und ich möchte ganz kurz anhand dieser M2-Inhibitoren zeigen, was eigentlich das Problem hierbei ist. Es gibt eine Klasse an Substanzen, sie heißen Amatidine, die diese M2-Proteine hemmen. Diese M2-Proteine machen normalerweise einen Tunnel und diese Amatidine verstopfen quasi diesen Tunnel und dieser Tunnel kann nicht mehr aktiv sein. Allerdings reicht eine einzige Punktmutation in dem Virus aus, damit diese Amatidine nicht mehr aktiv sind. Und diese Punktmutationen entstehen relativ schnell, nachdem dieses Virus quasi in Kontakt kommt mit Amatidine, einfach weil das Virus mutieren kann. Das heißt, derzeit ist es so, dass man bei schweren Influenza-Erkrankungen keine Einzelbehandlung macht, sondern man versucht, Kombinationen aus verschiedenen Behandlungsmethoden zu verwenden, die unterschiedliche Teile dieses viralen Lebenszyklus angreifen. Das Encoding, die Replikation des Virus, aber auch die Freisetzung dieses Virus. Und über diesen Dreifachansatz, wo man quasi versucht, verschiedene wichtige Aspekte dieses Virus zu hemmen, schafft man es auch, dieses Virus einigermaßen zu kontrollieren. Allerdings verwendet man solche Medikamente nicht wirklich oft, damit man etwas verhindert, dass es drug-resistente oder resistente Viren gibt. Und für Influenza-Virus ist das relativ gut bekannt. Wenn man das Virus zum Beispiel behandelt mit einem Medikament, dann gibt es relativ schnell resistente Viren. Und genau das Gleiche würde, und das, der Grund dafür ist, dass das Virus gut mutieren kann. Es verändert einfach die Aminosäurestrukturen gewisser Proteine und diese Medikamente sind ineffektiv. Ähnlich wäre es im Prinzip mit SARS-Coronavirus. Wir wissen aus den Medien, dass dieses Virus mutieren kann. Es gibt Varianten. Und wenn man jetzt zum Beispiel Medikamente verwendet, die einen einzigen Angriffspunkt auf dieses Virus haben, dann wird man relativ schnell für drug-insensitive Coronaviren selektieren. Das heißt, dieses Targeting von Viren muss relativ präzise sein. Es muss essentielle Teile des Virus treffen. Es muss am besten auf verschiedenen Ebenen passieren und am besten gleichzeitig. Und bis wir soweit sind, dass wir wirklich wissen, wie wir dieses Virus direkt treffen können, müssen wir erst verstehen, wie das Virus wirklich funktioniert und welche Ebenen man hier wirklich mit dieser medikamentären Intervention trifft. Die zweite Möglichkeit, das Virus zu hemmen, ist also, die Wirtszelle zu treffen. Das hat einige Vorteile. Die Wirtszelle ist unglaublich stabil. Es gibt im Prinzip keine Mutation in der Wirtszelle. Das heißt, die Wirtszelle wird nicht insensitiv für diese Drug-Treatments. Und man weiß relativ viel von der Wirtszelle. Das heißt, man weiß, wie sie reagiert und welche Signalwege involviert sind in antiviralen Immunresponses. Die Frage ist nur, welche Proteine und welche Signalwege sollen wir jetzt eigentlich targeten, damit dieses Virus nicht wirklich repliziert. Und wir müssen uns mal kurz vor Augen halten, dass unser Organismus relativ komplex ist. Also wir haben 6,5 Milliarden Basen, wir haben 20.000 Gene und wir wissen, dass diese Gene, die Proteine enkodieren, ungefähr 270.000 Interaktionen machen können. Und diese Interaktionen sind wichtig für die Funktion dieser Proteine. Die Proteine sind zum Beispiel angeordnet in sogenannten Signalwegen, wo ein Protein an ein anderes bindet und quasi Informationen von einem Protein zum anderen weitergibt. Und man kann hier diese Interaktionen testen. Man kann auch die Aktivität dieser Proteine testen, indem man zum Beispiel Oberflächenmarker dieser Proteine analysiert. Hier spricht man vor allem von Phosphorylierungen und von Ubiquitinierungen und noch anderen Oberflächen oder anderen Modifikationen. Und die geben eine Auskunft darüber, wie aktiv ein Protein in einer Zelle ist.
Im Endeffekt gibt es einen Signalweg, der einen Effekt hat in der Zelle. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Hormon auf die Zelle gibt, dann gibt es eine dementsprechende Antwort von der Zelle und das braucht einen Signalweg. Wenn jetzt ein Virus in diesen Signalweg eingreift, zum Beispiel in den eines dieser, sagen wir, das SARS-Coronavirus 2, 29 Proteinen in diesen Signalweg eingreift, dann kann sich die Aktivität dieser Proteine plötzlich grundlegend ändern. Und wir sprechen hier von einer Virus Perturbation. Und im Prinzip ist es so, dass diese Viren, die wir kennen, deshalb pathogen sind, weil sie genau in solchen Signalwegen eingreifen. Die Frage ist natürlich, was sind das für Signalwege, die diese Viren treffen? Und sie verändern die Signalwege, nicht zu unserem Gunsten. Und wir versuchen, solche Signalwege zu charakterisieren mit Massenspektrometrie und Proteomics. Diese Massenspektrometrie gibt uns eigentlich eine Aussage darüber, wie viele Proteine in der Zelle vorhanden sind. Wir sehen aber auch Aktivierungsmarker, zum Beispiel diese Phosphorylierungen und Ubiquitinierungen, die uns auch sagen, wie aktiv diese Proteine sind in einer Zelle. Und wir können über biochemische Methoden auch einzelne Teile oder Komplexe isolieren und die zum Beispiel charakterisieren. Und wir wissen dann zum Beispiel, dass ein virales Protein an ein zelluläres Protein bindet und deshalb dieses virale Protein wahrscheinlich diesen Signalweg reguliert. Wir können auch analysieren, inwieweit diese Proteine ihre Aktivität verändern. Und insgesamt gibt uns das ein relativ großes Bild darüber, wie das Virus mit der Zelle interagiert. Diese massenspektrometrischen Untersuchungen geben uns aber nicht so ein schön aufgedröseltes Bild, wie es hier gezeichnet ist, sondern wir kriegen im Prinzip Teile von der Zelle, die wir sehen können. Das ist im Prinzip wie ein Uhrwerk, das wir sehen. Nur ist das relativ komplex, weil wir können parallel ungefähr 7.000 bis 9.000 Proteine sehen, wie unterschiedlich sind in ihrer Abundanz, in ihrer Aktivität etc. Wir müssen versuchen, aus diesen Interaktionen und aus diesen Daten quasi Sinn zu machen. Wir haben jetzt versucht, das SARS-CoV-2 zu verstehen und dafür haben wir diese Interaktomanalysen durchgeführt. Wir haben zum Beispiel Proteine von SARS-CoV-2 verwendet, beziehungsweise auch von SARS-CoV-1, der ist der große Bruder und ist etwas mehr pathogen als SARS-CoV-2. Und uns hat interessiert, inwieweit diese zwei verschiedenen Viren mit der Zelle interagieren. Also was sind die Module, die diese Viren angreifen? Und wenn man solche Analysen macht, dann bekommt man ein sogenanntes Interaktionsnetzwerk, wo man zum Beispiel sieht, welches virale Protein mit welchem zellulären Bindungspartner interagiert. Und diese Interaction Map hier ist relativ komplex. Es sind etwas mehr als 1000 Proteine, die von der Zelle beigesteuert werden, die an diese, in dem Fall SARS-CoV-2 und SARS-CoV-Proteine binden. Und wir können aus solchen Netzwerken extrem viel rauslesen über die Biologie dieses Virus und über die Aktivität, die dieses Virus in der Zelle hat. Zum Beispiel kann man hier, nur zwei Beispiele, sehen, dass das sogenannte ORF3-Protein von SARS-CoV-Virus an den MHC-Komplex bindet. Dieser MHC-Komplex ist extrem wichtig für die Etablierung von zytotoxischen T-Zellen. Das heißt, die zelluläre Immunantwort wird wahrscheinlich über dieses Protein reguliert. Und wir wissen, dass SARS-CoV-2 die Immunantwort auf unterschiedlichen Wegen manipuliert. Und wir glauben, dass einer der Wege, wie SARS-CoV-2 das macht, über diese Bindung von ORF3 an diesen MHC-Komplex ist. Eine weitere Besonderheit von SARS-CoV-2 ist die Bindung von ORF8, ein anderes virales Protein, an den sogenannten TGF-Beta-Komplex, der ist hier oben. Und dieser Komplex ist wichtig für auch Immunregulation, aber auch für korrekte Wundheilung und auch involviert in Fibrose. Wir wissen zum Beispiel, dass bei Coronavirus-Infektionen und bei Intensivpatienten gerade die Wundheilung und auch die fibrotischen Effekte im Langzeiteffekt eklatant sind. Und wir glauben, dass einer der Gründe dafür eventuell diese Interaktion sein könnte zwischen ORF8 und dem TGF-Beta-Komplex. Und Kollegen zum Beispiel von der Charité aus Berlin
haben zum Beispiel gefunden, dass dieser auch in Patienten dieser TGF-Beta-Pathway reguliert ist. Man sieht hier zum Beispiel Intensiv-Care-Patienten, dass es einen TGF-Beta-dominierten Immunresponse gibt. Und der bewirkt, dass diese infizierten Patienten keine wirklich aktiven Antikörper ausbilden können. Das heißt, wir glauben, dass es Effekte gibt, die hier auf einem molekularen Level passieren, die auch wichtig sind für die Etablierung dieser Erkrankung im Fall von Covid-19. Aus solchen Netzwerken können wir also extrem viel rauslesen über die einzelne Aktivität dieser Proteine. Uns hat auch interessiert, inwieweit zum Beispiel jetzt die konzertierte Aktion, also das Gesamtvirus, ebenfalls die Zelle verändert. Und aus dem Grund haben wir Zellen infiziert mit SARS-CoV-2 und SARS-Coronavirus und unterschiedliche sogenannte Omics-Technologien verwendet, um zu verstehen, wie das Virus die Zellen verändert. Wir sehen hier zum Beispiel Veränderungen in der Abundanz von Genen und von Proteinen, aber auch unterschiedliche Aktivitätsstadien von zellulären Proteinen. Und im Prinzip bekommt man ein Bild davon, wie das Virus die Zellen manipuliert, sodass es manche Proteine gibt, die mehr oder weniger exprimiert werden, aber auch solche Proteine, die zum Beispiel mehr oder weniger aktiv sind. Und wir verstehen dadurch, wie das Virus mit der Zelle interagiert und welche Effekte es dadurch gibt in der Zelle. Ein kleines Beispiel hier zum das Virus induziert normalerweise, jedes Virus induziert normalerweise eine Immunantwort. Dieses Virus hemmt die Immunantwort, die antivirale Immunantwort, ganz extrem. Das heißt, wir sehen hier zum Beispiel keine Induktion von antiviralen Zytokinen, zum Beispiel Interferon Beta. Gleichzeitig sehen wir aber eine sehr starke Induktion von proinflammatorischen Zytokinen, zum Beispiel TNF. Das heißt, dieses Virus hat einen Weg gefunden, auf der einen Seite die antivirale Antwort auszuschalten und die proinflammatorische Antwort ist ganz normal. Und wir glauben, dass SARS-CoV-2 genau an diesem Punkt angreift. Und ich komme später noch dazu, wie man dann zum Beispiel versteht, wie das Coronavirus zum Beispiel diese Manipulation durchführt. Gleichzeitig, wie gesagt, sehen wir auch die Aktivität dieser Proteine auf Phosphorylierung und Ubiquitinierungsebene. Das heißt, diese einzelnen Proteine werden verändert. Und auch hier sehen wir, dass diese Viren einen extrem starken Einfluss haben auf Signalkaskaden, die mehr oder weniger aktiv sind. Wir können jetzt diese Informationen verwenden und fragen, was sind eigentlich die Modulatoren dieser Signalkaskaden, die in dieses Bild hineinfügen? Und dafür nochmal kurz dieses Beispiel. Wir sehen zum Beispiel diese unterschiedlichen Aktivitäten von zellulären Proteinen. Und zum Teil kennt man auch die Regulatoren davon, und das sind sogenannte Kinasen. Und diese Kinasen sind zum Beispiel aktiv nur während der Virusinfektion. Und deshalb sind diese Kinasen aktiviert durch das Virus. Und wir können jetzt zum Beispiel relativ genau sagen, welche Kinasen hier aktiv sein müssen, damit wir das Bild sehen, das wir sehen, wenn wir Zellen infizieren mit dem Virus. Und die Kinasen, die wir hier zum Beispiel finden in infizierten Zellen, sind Kinasen, die wir aus vielen anderen Erkrankungen kennen. Das sind Kinasen, die involviert sind in Zellüberleben, auch in Zellwachstum, in Stress Response und sogenannten DNA Damage Response. Und diese Kinasen sind eigentlich relativ gut charakterisiert in anderen Erkrankungen, zum Beispiel in Krebs oder auch in Autoimmunerkrankungen. Und für diese Erkrankungen gibt es Medikamente. Es gibt zum Beispiel Kinase-Inhibitoren, die relativ spezifisch gewisse Kinasen inhibieren und zum Beispiel in anderen Erkrankungen eingesetzt werden für therapeutische Zwecke. Es gibt jetzt aber nicht nur zelluläre Proteine, die ihre Aktivität verändern, es gibt auch virale Proteine. Auch die viralen Proteine werden irgendwie verändert. Die haben Phosphorylierungssites und Ubiquitinierungssites. Und eines der Proteine, das extrem stark verändert wird in der Zelle, ist zum Beispiel das Nukleokapsidprotein. Das Nukleokapsidprotein ist ein Protein, das wichtig ist, um die virale RNA zu binden. Und die gesamte RNA ist ähnlich wie im Körper. Die Chromosomen ist in den Virus aufgewunden in diesem Nukleokapsidprotein. Man sieht hier jetzt zum Beispiel die
Phosphorylierungen und Ubiquitinierungen auf dem Nukleokapsidprotein. Und das Interessante daran ist, dass es gewisse Phosphorylierungs- und Ubiquitinierungssites gibt, die offensichtlich relativ interessant und wichtig sind für das Virus. Zum Beispiel diese Serien-310-Phosphorylierung. Wir können jetzt zum Beispiel diese Informationen, die wir hier haben, von diesen differenziellen Phosphorylation Sites, und die projizieren auf die eigentliche Struktur von dem Nukleokapsidprotein von SARS-CoV-2. Dieses Protein ist eigentlich ein Dimer, und das schaut ungefähr so aus, dass es quasi zwei Seiten gibt, die aneinander binden. Und diese Phosphorylierung auf der Position 310 ist offensichtlich wichtig für diese Bindung, damit es richtig binden kann. Und zusätzlich reguliert dieses Protein die Oberflächenladung von diesem Nukleokapsidprotein-Dimeren. Und es gibt eine sehr stark geladene Oberfläche auf dieser Seite. Und das ist genau die Seite, in der das virale Protein die virale RNA binden kann. Das heißt, das Virus braucht essentiell diese Phosphorylierung auf der Position 310 für die Dimerisierung und für die Ladung. Und wir glauben daher, dass es extrem wichtig ist zu verstehen, wie zum Beispiel diese viralen Proteine verändert sind, damit sie ihre Funktion hervorrufen. Das Wichtige darin ist wieder, dass diese viralen Proteine eigentlich, diese Viren, meistens keine eigenen Kinasen mitbringen. Das heißt, sie verwenden im Prinzip zelluläre Kinasen genau für diese Aktivität. Dass zum Beispiel zelluläre Kinasen die viralen Proteine verändern, damit sie ihre eigentliche Funktion ausführen können. Wir können jetzt zum Beispiel diese ganzen Daten verwenden, die wir aus diesen Netzwerkanalysen haben und diesen Transkriptom- und Omics-Analysen, und dann versuchen, wie das Virus sehr präzise mit der Zelle interagiert. Und wir können dann Signalwege untersuchen, die offensichtlich prädominant wichtig sind für dieses Virus. Zum Beispiel diese Hemmung dieser antiviralen Immunantwort, die ich vorher erklärt hatte. Wir können zum Beispiel ganz spezifisch auf diesen Pathway schauen und dann sehen wir zum Beispiel, dass es verschiedene virale Proteine gibt, die das Virus exponiert während der Infektion, die ganz deutlich mit Proteinen interagieren, die in diesem Pathway, in diesem Signalweg wichtig sind und wahrscheinlich deshalb auch diese Proteine hemmen. Und deshalb gibt es diese Fehlfunktion in der Zelle, dass einfach keine antivirale Immunantwort stattfinden kann. Gleichzeitig gibt es auch noch andere offensichtlich wichtige Effekte in der Zelle, zum Beispiel auch die Regulation von Autophagie. Autophagie ist ein Prozess, der wichtig ist für unsere Zelle, um körpereigenes Material abzubauen. Und SARS-CoV-2, und das macht nur SARS-CoV-2, nicht SARS-CoV-1, scheint relativ stark diesen Autophagie-Pathway zu regulieren. Wenn wir die Daten anschauen im Detail, dann sehen wir, dass vor allem ein Protein, das ORF3-Protein, dafür wichtig ist. Dieses Protein ist wichtig, um zum Beispiel ein mTOR-Signaling-Pathway zu regulieren. Das ist wichtig für die Formierung von dieser Autophagolysosomen. Aber auch ORF3 bindet auch an andere Proteine in diesem Pathway, die offensichtlich wichtig sind, um diese Autophagosomen zu bilden. Interessanterweise sehen wir als Effekt von dieser ganzen Aktion des Virus, dass sich ein Protein verändert, in dem Fall zum Beispiel Apolipoprotein B. Das sieht man ganz deutlich in diesen Daten. Man sieht zum Beispiel in SARS-CoV-2-infizierten Zellen, dass Apolipoprotein B viel höher ist als bei dem anderen Virus oder in uninfizierten Zellen. Und dieses Protein ist zum Beispiel wichtig ist verlinkt mit einem erhöhten Risiko von Thrombose, von Herz- und Nierenversagen, was zum Teil auch Nebenwirkungen sind von Covid-19. Wir glauben, dass diese selektive Inhibierung hier aber nicht Apolipoprotein B hochregulieren soll, sondern wahrscheinlich auch noch viele andere Proteine, die wichtig sind für das Virus, für die Replikation des Virus. Und wir versuchen noch weiter zu verstehen natürlich, was der Effekt dieses Pathways ist auf das Virus und natürlich auch auf die Erkrankungen. So, wenn wir jetzt erstmal kurz zusammenfasst, wir können über diese Interaktone verstehen, wie einzelne virale Proteine funktionieren. Wir verstehen auf einmal viel besser, was die viralen Proteine machen.
Wir können jetzt verstehen, wie diese viralen Open Reading Frames ihre Effekte ausführen in der Zelle. Wir können diese Effekte auch vergleichen mit anderen Datensätzen, wie zum Beispiel mit diesen Omics-Analysen, aber auch mit Analysen, die man kennt von Intensive Care Patients und etc. Wir haben auch eine wunderschöne Website darüber generiert, wo Leute, die es interessiert, diese Expression dieser einzelnen Proteine nachverfolgen können. Aber die Frage ist ja eigentlich, wie kann man sowas nutzen, um uns Covid-19 zu helfen? Und dafür kann man im Prinzip alle diese verschiedenen Omics-Daten verwenden und vergleichen mit FDA-approved Drugs oder anderen Medikamenten, die bereits in Phase 1, Phase 2 Studien vorhanden sind. Und man kann fragen, gibt es Medikamente, die zum Beispiel genau diese Punkte angreifen, die wir sehen in virusinfizierten Zellen, um zu sehen, dass da wirklich Effekte gibt und die das Virus dann hemmen. Und wir testen das mit einer automatisierten Live Microscopy-Plattform, wo wir ein SARS-Coronavirus verwenden, das ein grünes fluoreszierendes Protein exprimiert. Und man sieht zum Beispiel hier über die Zeit einen Anstieg der Virusinfektion in diesen virusinfizierten Zellen. Wir können das dann auch quantifizieren und dann zum Beispiel sehen, dass wenn wir jetzt zum Beispiel dem Körper helfen, die eigene Immunantwort zu stärken, indem wir zum Beispiel ganz spezifische Zytokine verwenden, Interferonen, dann blockieren die Zellen die Replikation dieses Virus ganz enorm. Das heißt, wir können zum Beispiel ganz spezifisch hier eingreifen, um gewisse zelluläre Pathways, die von dem Virus eigentlich blockiert werden, zu unterstützen. Und wir haben im Prinzip dann 48 verschiedene Medikamente getestet, die in unterschiedlichsten Erkrankungen eingesetzt werden, in Krebs, rheumatoider Arthritis, auch gegen andere Viren. Und im Prinzip 17 Medikamente gefunden, die sehr starke antivirale Aktivität haben. Zum Teil sind das zum Beispiel solche Medikamente, die eine Klasse von Enzymen inhibieren, die heißen Matrix Metalloproteinases, die eigentlich in rheumatoider Arthritis eingesetzt wurden. Aber auch Kinaseinhibitoren wie Gilteritinib, das ist ein Rezeptor-Tyrosin-Kinase-Inhibitor, der in Krebspatienten verwendet wird, oder Ibadacitinib, ein AKT-Kinase-Inhibitor. Man findet aber auch zum Beispiel Inhibitoren, die dem Virus helfen, zum Beispiel sogenannte BRAF-Inhibitoren, die in dem Modell zumindest eine Erhöhung der Virusreplikation mit sich bringen. Das heißt, wir können jedoch relativ spezifisch und mit relativ großer Erfolgsrate Medikamente identifizieren, die potenziell wichtig sind, um SARS-CoV-2 zu heilen. Wenn man das hier zusammenfasst, wir glauben, dass wir über das Wissen, wie das Virus repliziert in der Zelle und wie jetzt die Zelle interagiert mit dem Virus, relativ gezielt Interventionen ergreifen, um zum Beispiel das Virus zu hemmen, beziehungsweise können wir auch versuchen, diese verschiedenen Signalwege parallel zu treffen, weil wir wissen, welche Signalwege zum Beispiel reguliert werden. Und zusammenfassend gibt es hier zum Beispiel unterschiedliche Signalwege, die durch Medikamente gehemmt werden können oder aktiviert werden können, die bereits jetzt in der Klinik verwendet werden und die einen sehr starken Effekt haben auf SARS-Coronavirus. Replikation, zumindest in diesen In-vitro-Assays. Nur ganz kurz, ich wollte mich noch bedanken, weil mein Ohr war natürlich horrendes viel Arbeit und war auch super intensiv und schön. Das war eine fantastische Kollaboration mit dem NPI für Biochemie, insbesondere Matthias Mann, einer der world-leading proteomics scientists, auch Bernhard Küster und Roland Rath von TUM, natürlich Frau Potzer vom Institut. Wir haben extrem viel hier investiert, um diese Forschung hinzukriegen. Und natürlich unseren Funding Agents und auch unseren Familien, weil die mussten in der Zeit ganz schön viel zurückstecken. Das war mein Teil. Ja, vielen Dank, Andreas. Dann würde ich gleich weitermachen. Ich muss das aufschieben. Und vielleicht noch einmal einen kleinen Schritt zurückgehen und Sie nochmal mitnehmen in die Überlegung, wie kann man jetzt die Achillesferse des Virus
identifizieren und nutzen. Andreas hat, glaube ich, schon sehr schön gezeigt, dass es wirklich wichtig ist, ganz, ganz, ganz im Detail zu verstehen, wie das Virus mit seiner Zelle interagiert. Aber wenn wir jetzt nochmal einfach ein Stückchen zurückgehen und vielleicht ein bisschen aus der Vogelperspektive rausschauen, dann kann man sich den viralen Lebenszyklus, jetzt habe ich das falsche Ding erwischt, Entschuldigung, so, anschauen und man weiß, das SARS-Coronavirus, das dockt an seinem Rezeptor an der Oberfläche der Zelle an. Und dieser Rezeptor ist das Angiotensin-Converting Enzyme 2, also eigentlich was so in Blutdruckregulation wichtig ist. Da sind dann auch noch andere Proteasen wichtig, das haben Sie gerade schon gelernt. Und dann wird das Virus in die Zelle aufgenommen und in der Zelle in ein sogenanntes Endosom eingepackt. Und da muss es dann erstmal rauskommen, dazu muss es fusionieren mit der Membran des Endosoms und dann wird die RNA des Virus freigesetzt im Zytoplasma der Zelle und dann muss sie vermehrt werden. Und das macht typischerweise ein spezifisches Enzym des Virus selber, die sogenannte RNA-abhängige RNA-Polymerase. Und dann muss aus dieser RNA-Protein gemacht werden, das wird dann zusammengebaut zu neuen Viren und diese Viren werden dann wieder im Endosom zusammengebaut und freigesetzt. Wenn man sich jetzt überlegen kann, wo man da überall interagieren kann, dann könnte man versuchen, das Virus früh abzufangen, den Eintritt zu verhindern durch Entry-Inhibitoren, die Fusion zu verhindern, die Vermehrung zu verhindern, die proteolytische Spaltung der Virusproteine zu verhindern oder auch die Virusfreisetzung. Da hat der Andreas ja schon am Anfang Beispiele gezeigt vom Influenzavirus. Das, was üblicherweise immer das Effizienteste ist, ist ehrlich gesagt, die Vermehrung des Virus zu hemmen. Da hat man versucht, mit Remdesivir, das ist ein Medikament, was eigentlich gegen Ebola-Virus entwickelt wurde, etwas zu erreichen und hat auch so erste Erfolge gesehen. Man kann so ein bisschen die Krankenhausaufenthaltszeit verkürzen, aber so richtig effizient ist das nicht. Und ich glaube, Sie haben inzwischen schon gelernt, was ganz Spezifisches haben wir da halt leider noch nicht. Was man aber, wo man schon ein ganzes Stückchen weiter ist, ist in der Verhinderung des Virus-Eintritts. Und das kann man einmal tun, indem man versucht, Antikörper zu verwenden, die das Virus binden. Da hatten Sie in der letzte Woche vielleicht schon von Percy Knolle ein bisschen etwas drüber gehört. Also Immunproteine des Körpers, diese Antikörper, die dann das Virus binden und verhindern, dass es überhaupt infizieren kann. Und man kann auch versuchen, gezielt diesen Virus-Eintritt zu hemmen. Schauen wir uns mal die Antikörper an. Da gab es ja einen großen Hype. Kann man nicht vielleicht das Serum oder das Plasma von Menschen nehmen, die die Infektion ausgeheilt haben? Und das hat man getan und das hat man getestet und das haben sich die Briten in einer großen Studie angeguckt an fast 6.000. Ich habe es gesehen. Aber da war auf einmal diese Frau, die hat Fotos gemacht und gesagt, sie zeigt mich. Und dann das kann man also sozusagen untersuchen. Das haben die Briten gemacht mit einer Kontrollgruppe. Und was sie gesehen haben, ist nichts. Es hat keinen Effekt auf die Mortalität. Es hat auch keine, also die Todesrate nach 28 Tagen. Und es hat auch keinen Effekt gehabt auf die Verschlechterung. Und dann haben sie gesagt, gut, vielleicht ist das nur unsere Studie, aber so ist es nicht. Sie haben sich mal alle Studien angeguckt, die so weltweit dazu publiziert sind. Und wenn man die alle zusammenfasst, dann sieht man auch, dieses Rekonvaleszentenplasma hat einfach leider keinen Effekt. Also da wird man nicht richtig weiterkommen. Jetzt die Frage, kann man das vielleicht noch spezifischer machen und auch mit biotechnologischen Methoden? Und das geht. Man kann nämlich die Antikörper, die der Körper bildet, kann man klonieren und kann sie rekombinant über Biotechnologie herstellen. Das wird in der Tumortherapie sehr, sehr erfolgreich eingesetzt. Und das hat man auch für das SARS-Coronavirus relativ schnell etabliert. Man hat also diese Y-förmigen Antikörpermoleküle identifiziert, kloniert und rekombinant hergestellt. Und die können jetzt oder sollen jetzt verhindern, dass das Virus an seinen Rezeptor binden und in die Zelle eintreten kann, also überhaupt eine Infektion machen kann. Und da gibt es auch inzwischen tatsächlich die ersten zugelassenen Therapien. Es gibt das Bamlanivimab. Das haben Sie vielleicht gehört, dass Herr Spahn sich da doch größere Mengen gesichert hat.
Das gibt es auch nochmal in Kombination. Und es gibt von der Firma Regeneron eine Kombination, die heißt Regen-Cov. Und diese sind zugelassen. Das Problem dabei ist, dass die Viren sich ja verändern können. Das heißt, die können ausweichen. Die werden von den Antikörpern dann, wenn sie so einen Immunescape machen, nicht mehr erkannt. Und deswegen hat die FDA inzwischen gesagt, okay, einzelne Antikörper, das geht gar nicht mehr in der Therapie, wenn dann nur noch in Kombination. Und auch dann ist es nur eine frühe Therapie, also nichts, wenn man schon schwerer erkrankt ist. Aber immerhin, nur das Problem, diese Fähigkeit des Virus, der Immunantwort auszuweichen. Wir haben deswegen überlegt, gibt es nicht vielleicht sogar noch einen Ansatz, der ein bisschen schlauer ist, wo das Virus also nicht so einfach ausweichen kann. Und haben einen ähnlichen Ansatz gewählt, der also auch hier wirkt, an dem Schritt, wo das Virus in die Zelle eintritt. Was haben wir da gemacht? Wenn man sich das mal anschaut, so im molekulareren Detail, dann ist das hier dieses Spike-Protein des SARS-Coronavirus, was also auf der Oberfläche sitzt und die Zacken in der Krone macht sozusagen. Und dieses Spike-Protein bindet also hier an dieses Molekül, das ist der ACE2-Rezeptor. Also im Normalfall, ohne dass ich irgendwas mache, würde das Virus an seinen Rezeptor binden und würde in die Zelle eintreten. Unsere Überlegung war jetzt, wenn wir lösliches ACE2 dazugeben, was dann an das Virus bindet, dann kann das Virus ja gar nicht mehr an seinen Rezeptor an die Zelle binden und kann vielleicht nicht mehr in die Zelle eintreten und man hätte einen Eintrittshemmer generiert. Und da gibt es eine sehr schöne und sehr produktive Kollaboration mit der Firma Formicon, die solche ACE2-Inhibitoren designt hat und hier an der TUM, dem Lehrstuhl für Biotechnologie von Janis Buchner, die also die ganzen biochemischen Analysen und Optimierungen begleitet haben. Das heißt, was ist die Idee? Die Idee ist also, man generiert einen künstlichen Rezeptor, der dann löslich ist und der dieses SARS-Coronavirus abfängt. Damit man den biotechnologisch herstellen kann, fusioniert man den an die konstante Domäne eines Antikörpers. Und das kann man dann so machen, dass dieser ACE2-Teil, also der lösliche Rezeptorteil, noch die enzymatische Funktion dieses Angiotensin-Converting-Enzyme, das ist ja ein Enzym, hat, oder man kann die auch rausnehmen. Und man kann die biotechnologisch dann auch diese konstante Domäne des Antikörpers, die man nutzt, um das Ganze zu stabilisieren und aufzureinigen, die kann man auch noch verändern, sodass sie verschiedene Immunfunktionen hat. Und was die Kollegen von Formicon gemacht haben, die haben dann ein IgG4-Molekül ausgewählt. Warum? Weil das keine unerwünschte Induktion von Immunantworten macht, die man da vielleicht gar nicht haben will. Was also, was wir generiert haben, ist ein solches Fusionsprotein, was dann das SARS-Coronavirus, und hier wäre so ein Spike-Protein, und hier würde sozusagen das zweite dran sitzen, wegfängt. Und das ist so designt, dass es das Immunsystem nicht ungewünscht aktiviert, indem es eben diese IgG4-Domäne verwendet. Und unsere Überlegung war, das Virus kann ja wahrscheinlich gar nicht ausweichen gegenüber so einem Molekül. Es kann gegenüber einem Antikörper ausweichen, aber es kann nicht ausweichen, weil gegenüber seinem Rezeptor, weil kann es nicht mehr infizieren. Und das wollten wir zeigen. Aber zunächst mal muss man natürlich zeigen, dass die Moleküle, die wir da generiert haben, auch funktional sind. Und ich hatte schon gesagt, es gibt ein ganzes Set mit entweder IgG4 oder IgG1 am Ende und entweder enzymatisch aktiv oder enzymatisch nicht aktiv. Und wenn man sich die anschaut, dann sehen die eigentlich sehr schön aus, sowohl im UVCP-Spektrum als auch in der Size Exclusion, also in der Größenausschlusschromatographie, als auch in der SDS-Page, wo man also sieht, die haben wunderbar ihre erwartete Sekundär- und Tertiärstruktur erhalten. Die sind wirklich Homodimere, genauso wie ich es Ihnen gerade gezeigt hatte in der Abbildung, und bilden diese Dimere auch aus, so wie wir uns das gewünscht oder vorgestellt hatten. Und in einem weiteren Experiment
konnten die Kollegen von Formicon dann zeigen, dass die auch tatsächlich je nach Design entweder die enzymatische Funktion erhalten haben oder nicht. Das ist hier ein Assay, wo man, wenn das Enzym noch funktioniert, ein fluoreszierendes Molekül generiert und das kann man messen. Und das haben sie getan und da sieht man, diejenigen, die das sollen, die können das Enzym noch, also das ist Enzym noch aktiv. Und diejenigen, die das nicht mehr sollen, da gibt es auch tatsächlich keine enzymatische Aktivität mehr. Also das ganze biotechnologische Design hat wirklich so funktioniert, wie man sich das gewünscht hat. Und jetzt mal natürlich die Frage, tut das denn auch? Und da kommen jetzt dann wieder die Virologen ins Spiel. Und Andreas hatte Ihnen schon sehr schön diesen Assay gezeigt, wo man ein grün fluoreszierendes Virus messen kann. Was wir also gemacht haben, wir haben VeroE6-Zellen ausgesät, haben dann die grün fluoreszierenden oder die GFP-exprimierenden Viren mit unserem Fusionskonstrukt Konstrukt 10 inkubiert, auf die Zellen getan und haben gemessen, sehen wir grün oder sehen wir kein Grün. Und das Ergebnis sieht man eigentlich sehr schön jetzt hier. Das ist eine unbehandelte Kontrolle, infizierte Zellen, und das hier sind nicht infizierte Zellen. Und wenn wir eine Titrationsreihe mit dem Konstrukt machen, dann können wir tatsächlich sehr effizient die Infektion mit diesem grünen SARS-Coronavirus verhindern. Und das hat uns dann doch schon sehr positiv gestimmt, dass das Ganze auch wirklich virologisch funktionieren könnte. Aber das musste man natürlich ein bisschen genauer anschauen und musste man auch quantifizieren. Und dazu haben wir dann einen Assay verwendet, wo man die Zellen, Zellen fixiert und einen ELISA auf den Zellen macht. Und da kann man dann ganz genau eine Quantifizierung machen und auch die inhibitorische Konzentration 50, also die halbmaximale inhibitorische Konzentration bestimmen. Und wenn wir das tun, und wir tun das mit dem Virus, was wir ursprünglich mal von den ersten Patienten in dem Webasto-Cluster isoliert hatten, dann sieht man, alle diese Konstrukte, die wir getestet haben, die inhibieren dieses Virus zu 100%. Egal, ob sie enzymatisch aktiv sind oder nicht und egal, welche FC-Domäne sie tragen. Und was wir auch gesehen haben, sie inhibieren nicht nur dieses neue SARS-Coronavirus, sondern sie inhibieren auch das SARS-Coronavirus, was 2003 schon mal bei uns Menschen zirkuliert ist. Und sie inhibieren das Virus, was sich so über die Zeit, jetzt in dem Fall bis Mitte letzten Jahres, herausgebildet hat. Und das ist eigentlich ganz schön, denn dadurch, dass wir sehen, dass das erste Coronavirus auch inhibiert wird, heißt das, wahrscheinlich ist das was, was wir tatsächlich sehr breit einsetzen kann. Was auch interessant ist, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, also die Menge an Proteinen, die wir brauchen, um das Virus zu inhibieren, dann ist das immer weniger, je weiter dieses Virus sich entwickelt und je ansteckender es wird. Gut, nun gibt es aber nicht nur mehr dieses eine Virus, sondern es gibt ja die neuen Varianten des SARS-Coronavirus, die sogenannten Variants of Concern. Und da kennen wir hauptsächlich drei Stück. Die britische, die inzwischen auch bei uns die große Mehrheit darstellt, die südafrikanische und die brasilianische. Und die haben alle eins gemeinsam. Die haben eine Mutation hier oben in dem Bindedomäne des Spike-Proteins. Die macht das Ganze einfach infektiöser. Und die beiden Kerle hier, die haben dann noch zusätzliche Mutationen, so ein bisschen am Rand gelegen. Die sorgen dafür, dass die auch der Immunantwort ausweichen können. Das heißt, wir haben jetzt hier Varianten, die sind infektiöser als das Virus, was wir früher hatten. Und sie können zum Teil der Immunantwort ausweichen. Und wir haben uns jetzt natürlich spannend gefragt, unser neues Konstrukt, würde das dann auch für die Varianten funktionieren, wo die Antikörper, hatte ich Ihnen vorher gesagt, ja zum Teil dann versagen. Und das haben wir getestet. Wir haben also einen neuen Assay jetzt hier verwendet, ein Assay, wo man nach Zytotoxizität des Virus guckt, also ob das Virus die Zellen kaputt macht. Und da sehen wir, das funktioniert für das Januarvirus und das funktioniert für das Aprilvirus. Und wie erwartet, funktioniert es für das Aprilvirus besser als für das Januarvirus, weil das Aprilvirus ja schon infektiöser war. Und wie ist es jetzt mit der britischen Variante? Da funktioniert es noch besser. Und das war dann was uns wirklich sehr gefreut hat,
weil es zeigt, dass im Gegensatz zu den Antikörpertherapien, wo das Virus ausweichen kann, es offensichtlich gegenüber dem, was wir uns jetzt da als Entry-Inhibitor überlegt haben, nicht so einfach ausweichen kann, weil es sonst nämlich seine Infektiosität verlieren würde. Das heißt, diese Fusionsproteine mit dem, diese Rezeptor-Fusionsproteine, die wir da gebaut haben, können tatsächlich das SARS-Coronavirus inklusive der neuen Varianten neutralisieren. Und zwar, je weiter das Virus evolviert, umso besser. Und das könnte ja doch ein sehr interessanter neuer Ansatz sein. Und wenn man jetzt zurückgeht auf das, was Andreas schon gezeigt hatte und sich überlegt, wo stehen wir denn damit? Dann stehen wir da damit, so etwa hier kurz an dieser Stelle. Ja? Wir haben also gezeigt, wir haben einen wirklichen Kandidaten, der jetzt auch in die GMP-Produktion gehen kann. Aber das ist natürlich trotzdem noch eine ganze Menge Arbeit. Da müssen noch Tox-Studien gemacht werden. Man muss dann mit frühen klinischen Studien testen, ob das Ganze auch toleriert wird. Und dann natürlich mit den späteren klinischen Studien, ob es auch im Menschen funktioniert und nicht nur in unserer Zellkulturschale. Und das dauert typischerweise viele, viele Jahre, ja, 10 Jahre, 15 Jahre, aber in der Pandemie hat man jetzt dann doch Wege gefunden, dass so etwas auch ein bisschen schneller gehen kann. Das hat man anhand der Vakzine gefunden. Das trifft aber ganz genauso auch für die Medikamente zu. Das heißt, wenn man hier jetzt schon mal ist, und das ist, wo wir im Moment stehen, dann kann man versuchen, die klinischen Phasen ein bisschen ineinander zu schachteln. Und wenn das dann wirklich gut aussieht, kann man durch ein hohes finanzielles Risiko, und da müssen dann natürlich staatliche Stellen mit eingreifen, ansonsten wird das nicht funktionieren, auch schon die Produktion beginnen für die Phase 3 und dann durch beschleunigte, sogenannte rollierende regulatorische Verfahren auch tatsächlich in ja, 10 Monaten bis anderthalb Jahren zu einer neuen Therapie kommen. Und damit bin ich am Ende und möchte auch mich bei den ganzen Kollaborationspartnern bedanken, denjenigen bei uns am Institut, Julia, Sacha, Lisa, Wolf, Chu Chin Cheng und Martin Feuerherd, die die ganze Arbeit gemacht haben, Andreas Gruppe, mit denen wir da sehr eng kollaboriert haben, genauso wie die Gruppe von Johannes Buchhörner und da ganz besonders Christos Vilenenov, der die ganzen biochemischen Analysen gemacht hat, das Team von Formicon, die das ganze Projekt sehr konsequent vorangetrieben haben, und unsere Partner an der LMU, die uns ganz besonders bei den Variantenanalysen geholfen haben und natürlich nicht zuletzt auch unseren Geldgebern, ohne die das Ganze auch nicht möglich wäre. Und bei Ihnen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, liebe Ulrike, lieber Herr Pichlmeier, ganz herzlichen Dank für euren wirklich interessanten Vortrag. Aber ich muss schon sagen, mir raucht schon ein bisschen der Kopf. Das war schon viel. Viel Interessantes, aber ich muss auch zugeben, dass selbst ich als Medizinerin nicht alles verstanden habe. Es geht wahrscheinlich vielen Zuschauern auch so, deswegen sind relativ wenig Fragen, aber doch einige interessante. Da fange ich jetzt mal an. Würde so ein Entry-Inhibitor, das muss ein Experte sein, der auf das Spike-Protein für SARS-CoV-2 bindet, dann nicht auch ACE-Hämmer bei einer Hypertonie binden und diese beeinträchtigen? Theoretisch ja, wobei die meisten ACE-Hämmer gegen ACE1 gerichtet sind, nicht gegen ACE2, wenn ich das jetzt recht sehe, als Nicht-Kardiologe. Aber rein theoretisch ist das korrekt und das könnte natürlich durchaus eine Interferenz geben. Mhm. Könnt ihr zwei vielleicht auch noch mal kurz sagen? Ich meine, was ihr jetzt präsentiert habt, sind eure Forschungsergebnisse hauptsächlich. Und da habt ihr gezeigt, dass da ein wirklich potentes Medikament in Arbeit ist, aber es doch noch mal gut 10 Jahre braucht, bis es vielleicht, ja, wenn man jetzt dem letzten Bild glauben darf, das du gezeigt hast, doch noch einige Zeit, sage ich jetzt mal, in Anspruch nimmt, bis das auf den Markt kommt. Gibt es andere Ansätze, die vielleicht früher zur Zulassung geraten? Was würdest du da sagen? Also es gibt natürlich nicht nur uns, die an antiviralen Ansätzen forschen, sondern eine ganze Menge Firmen weltweit, Wissenschaftler weltweit. Nichtsdestotrotz gibt es relativ wenig antivirale Medikamente, die irgendwo schon
schon greifbar sind und auch in fortgeschrittenen klinischen Studien sind. Das hängt damit zusammen, dass es gar nicht so einfach ist, da etwas zu entwickeln, was wirklich spezifisch ist. Andreas hatte das ja gezeigt, wie komplex es ist, wirklich diese Interaktion zu verstehen. Und das muss man natürlich bei so einem neuen Virus erstmal tun, bevor man auch die richtigen Angriffspunkte dann weiß. Von dem ACE2-Inhibitor, das ist jetzt ein gutes halbes Jahr, dass wir da dran sind. Das Projekt ist gefördert durch die Bayerische Forschungsstiftung. Ich denke, 6 bis 8 Monate etwa arbeiten wir jetzt da dran. Und es ist jetzt soweit, dass es in eine sogenannte GMP-Produktion gehen kann. GMP heißt Good Manufacturing Practice. Das ist das, was ich brauche, damit ich etwas herstellen kann, was ich dann auch den Menschen verabreichen kann. Mhm. Das ist schon relativ schnell, wenn man jetzt mal denkt, dass der Prozess jetzt vielleicht noch 4 Monate dauert. Dafür ist auch zum Glück schon Geld vorhanden. Dann kann man die klinischen Studien starten. Und dann ist letztendlich natürlich eine Frage, ja, wie viel Geld hat man dann zur Verfügung? Wie schnell kann man das machen? Da ist jetzt eine große Pharmafirma, so wie die Firma Pfizer, natürlich besser aufgestellt als ein kleineres Konsortium. Auch wenn die Firma Formicon da sicherlich schon professionell unterwegs ist, ist das natürlich keine Multimillionen-Pharmafirma. Da muss man jetzt einfach sehen, wie schnell das dann weitergehen kann. Das Charmante an dem Ansatz finde ich aber, dass es nicht nur für diese Pandemie geeignet ist, sondern ich hatte gezeigt, dass es die ganzen Varianten neutralisiert, aber eben auch das alte SARS-Coronavirus. Also auch ein zukünftiges Virus, was den gleichen Rezeptor verwendet, könnte man halt damit auch wieder angreifen. Also eine Entwicklung würde sich da auf jeden Fall rendieren, auch um so ein bisschen vorbereitet zu sein auf neue Dinge, die da kommen können. Ja. Es kommen jetzt doch noch ein paar Fragen rein, das ist sehr schön. Eine Frage ist, wie unterscheiden sich denn jetzt die neuen antiviralen Medikamente von bestehenden? Wahrscheinlich nicht so ganz einfach zu beantworten. Wahrscheinlich ist gemeint, ob es da jetzt die gleichen Ansätze gibt, wie jetzt zum Beispiel Antivirusmittel gegen unseren Herpesvirus oder sonstige Viren. Ich kann ja mal anfangen, du kannst dann ergänzen. Also man muss immer irgendwas Virusspezifisches finden. Bei den Bakterien ist es relativ einfach, weil die Bakterien haben einen eigenen Stoffwechsel, die haben einen ganz anderen Aufbau. Das heißt, da kann man Antibiotika finden, die spezifisch gegen Bakterien gehen und auch gleich gegen eine ganze Gruppe Bakterien gehen. Bei den Viren ist das nicht so einfach, eine gute Therapie zu finden. Warum? Die Viren replizieren halt alle in Zellen und die nutzen die zellulären Mechanismen. Und damit habe ich immer die hohe Gefahr, dass ich, wenn ich irgendwas mache, dass ich Nebenwirkungen erzeuge. Und die will ich natürlich nicht. Ja, ich will ja die Zellen nicht schädigen, sondern ich will die Zellen ja vor dem Virus retten. Und da muss man dann immer schauen, welche Angriffspunkte bietet das Virus, welche Achillesfersen. Und die geeignetsten, das was wir zum Beispiel bei unserem Lippenbläschen mit dem Zubirax oder so machen, das sind immer die viralen Polymerasen. Also diejenigen, die Virusgenome vermehren und neu synthetisieren. Und das ist so der Standardansatzpunkt. Eigentlich hätte ich gedacht, dass wir bis zum heutigen Zeitpunkt schon so einen Polymerase-Hemmer haben. Aber offensichtlich haben wir eben bisher nicht. Warum das so schwierig ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Da arbeiten natürlich Pharmafirmen dran. Da gibt es relativ viel rausgelassen. Aber relativ wenig rausgelassen, was da wirklich passiert. Aber in der Literatur gibt es da noch nichts, wo man sagt, boah, das ist jetzt der Durchbruch. Ja, vielleicht noch ein kleiner Punkt dazu. Es gibt natürlich antivirale Therapien, die angesetzt werden, zum Beispiel gegen Hepatitis C-Virus, auch gegen HIV. Diese Therapien haben unglaublich viel Effort gebraucht, dass man sie entwickelt, und die sind hochspezifisch. Diese Therapien sind zum Beispiel nicht aktiv gegen Coronaviren, und wir stehen da im Prinzip dadurch auch, dass dieses Virus eigentlich, tut mir leid für alle Coronavirologen, aber das hat eigentlich bis voriges Jahr fast niemanden interessiert, gab es keine Entwicklung dazu.
Die Entwicklung gab es aber für die Viren, die wirklich wichtig waren, HIV, Hepatitis C-Virus, zum Teil auch für Ebola, von dem ja Remdesivir kommt. Und die Therapien sind aber sehr spezifisch und sind meistens aufgrund des Wissens, das wir haben über die biologischen Funktionen dieser Targets, die man wirklich verwendet. Und da sind wir einfach bei SARS-CoV-2-Virus noch weiter weg, als wir eigentlich gerne würden. Und deshalb wird es einfach noch dauern. Also man kann nicht einfach eine Therapie auf die andere setzen, aber Konzepte kann man schon verwenden zum Teil. Gut, hier jetzt noch eine Frage zum sogenannten Long-Covid-Syndrom. Viele Covid-Patienten haben noch lange Symptome. Woran liegt das? Liegt es am Immunsystem oder der Reaktion des Körpers darauf? Das war die eine Frage. Und die zweite Frage in dem Kontext, kann es sein, dass dadurch zum Beispiel die Symptome einer Allergie nach überstandener Covid-Infektion geringer sind? Also erstmal, was ist der Grund für das Long-Covid-Syndrom? Und zweite Frage, kann es sein, dass die Symptome einer Allergie nach überstandener Covid-Infektion dann geringer sind? Das heißt, also Covid-Infektionen, sagen wir, verbessern allergische Reaktionen oder das allergische Reagieren eines Körpers und somit die Symptome. Ulla, ich lasse dir gerne den Vortritt. Eine einfache Frage. Es ist ja nicht, wir wissen nicht wirklich, woher Long-Covid kommt. Auch wir wissen, dass dieses Virus auch Nervenzellen infizieren kann, auch übrigens andere Körperzellen, also Herzmuskelzellen, auch Leberzellen. Die Nervenzellen, das wird relativ offensichtlich, weil es ja doch eine Reihe Patienten gibt, die einen Geschmacks- oder einen Geruchsverlust haben. Und das heißt, dass das Virus möglicherweise in solchen Zellen einen Rückzugsort hat, wo das Immunsystem nicht so gut hinkommt. Ja, Nervenzellen von Herpesviren wissen wir, das sind ein ganz beliebter Rückzugsort, weil unser Immunsystem, unser Körper natürlich ungern gegen unsere Nervenzellen vorgeht, um dieses Virus da rauszuholen. Und so könnte man sich erklären, dass Viren in Rückzugsorten doch längerfristig noch Symptome machen. Es kann aber durchaus auch sein, dass das komplett unabhängig von dem Virus selbst ist und nur eine Folge der überschießenden Immunantwort gegen das Virus ist, die wir da noch fortbestehen sehen. Und wie man dagegen angeht, weiß man ja auch noch nicht so ganz genau. Aber es gibt erste Berichte, die sagen, wenn man Patienten mit Long-Covid impft, dann wird es besser, dann werden die Symptome besser. Was natürlich dafür sprechen würde, dass da doch noch irgendwo ein bisschen Virus übrig ist. Und wenn ich das Immunsystem dann nochmal so richtig stimuliere, was vielleicht da vorher nicht damit so richtig fertig geworden ist, dann werden die Symptome besser. Dann könnte man dann argumentieren, wenn das der Fall ist, dann könnte man natürlich auch gut mit antiviralen Medikamenten was erreichen. Aber nachdem es die nicht gibt, kann die natürlich auch noch keiner ausprobieren. Und die Frage, ob damit dann auch, warum dann Allergien besser werden können, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Also da müsste man jetzt sehr wild spekulieren, dass das Virus sozusagen eine ausgereifte Immunantwort verhindert und damit auch vielleicht eine vorbestehende, überschießende Immunantwort, die ja so eine Allergie letztendlich ist, irgendwo beeinflusst. Aber ich glaube, da gibt es keine wirklich soliden Daten, die zeigen, dass das der Fall ist. Also ich glaube, da ist man dann schon sehr, sehr, sehr in der Welt der Spekulation. Und da würde ich mich, glaube ich, wieder aushalten. Hier jetzt noch eine ganz andere Frage zum geistigen Eigentum eurer Forschungsergebnisse. Ihre interessanten Ansätze werden ja publiziert. Sind die Methoden teilweise schützbar oder können andere, das heißt Forscher oder Unternehmer, die Methoden auch benutzen? Mhm. Andreas, willst du da anfangen mit dem, was ihr gefunden habt? Es ist natürlich immer ein bisschen ein Problem. Auf der einen Seite ist es so, dass man versucht hat, am Beginn dieser Pandemie möglichst schnell Wissen in die quasi bereitzustellen.
Und aus dem Grund gab es am Anfang auch relativ große Bemühungen, dass zum Beispiel Forschungsergebnisse relativ schnell in der wissenschaftlichen Community verbreitet werden. Das hat natürlich ein bisschen das Problem, dass manche dieser Forschungsergebnisse nicht patentierbar sind und schützbar waren. Gleichzeitig jedoch sind sie öffentlich zugänglich und zumindest können sie verwendet werden und auch für Drug Repurposing, zum Beispiel in Clinical Trials verwendet werden. Und das war eigentlich das Ziel dieser offenen Publikationsleistung am Anfang dieser Pandemie. Es ist natürlich auch schon so, dass wir zum Teil auch Forschung machen im Labor, die wir jetzt nicht publizieren und die wir patentrechtlich schützen, auch solche, die patentrechtlich schützbar ist und wert ist zu schützen. Und da müssen wir leider noch aus patentrechtlichen Gründen auf quasi den alten, jetzt machen wir es mal geheim, für ein paar Jahre zurückgreifen, um die quasi wirklich schützbar zu verwerten. Und ich glaube, das passiert in allen verschiedenen Labors ähnlich derzeit. Und es ist eigentlich auch notwendig, damit man quasi auch ein Revenue draus schlagen kann und diese Entwicklung dieser Methoden und diese Medikamente kosten unglaublich viel Geld. Das sind viele Millionen Euro. Und aus dem Grund müssen sie auch schützbar sein für die Pharmafirmen. Und das muss man ganz klar sagen, dass die wollen da nicht nur Revenue draus machen. Das kostet einfach viel Geld. Und das ist der einzige Weg, wie man solche Medikamente bis zum Patienten bringen kann. Also es gibt beides. Also zum einen Teil ist alles öffentlich, zum anderen Teil müssen wir das vorher schützen, bevor wir das auch veröffentlichen können. Ja, also ähnlich ist es jetzt auch bei so einem Fusionskonstrukt. Wenn man das hat und die Idee hat, dann wird man das erstmal als Patentanmeldung einreichen, aber dann, und also haben wir das auch gemacht, möglichst schnell öffentlich stellen, damit andere mit den Ergebnissen auch weiterarbeiten können. Und auch Andreas, komplette Datensätze sind alle in Datenbanken frei verfügbar, sodass also Forscher, Firmen darin suchen können, die anwenden können, auch wenn sie nicht generiert haben. Aber natürlich das, was man selber schon irgendwie ja offensichtlich hat, da wird man zumindest schon mal eine Patentanmeldung machen. Ob das nachher ein Patent wird, weiß man ja eh nie. Ansonsten hat man natürlich gar keine Chance, das irgendwo durchzuentwickeln bis zu einer Therapie. So, ich habe erlaubt mir natürlich auch noch eine Frage an euch beide zu stellen, die auch immer wieder, ich auch dauernd konfrontiert werde von meinen Patienten, von Freunden und so weiter. Wie lange ist es so, dass wir Gott sei Dank mehr und mehr geimpfte Personen auch in Deutschland jetzt haben? Laut Medienberichten gestern über 20% knapp. Und viele davon haben auch schon die zweite Impfung bekommen, also auch vollen Impfschutz. Wie lange hält denn der Impfschutz an? Was weiß man dazu aktuell? Und wie oft muss man nachimpfen? Was glaubst du, Ulla? Was ist deine Einschätzung? Ich habe schon ein paar Mal gesagt, seit Beginn der Pandemie versuche ich verzweifelt, so eine Glaskugel irgendwo herzubekommen. Ich in die Zukunft gucken. Und dann gib sie mir rüber, kann sie auch gebrauchen. Ich bin noch nicht gelungen, über eine solche zu kaufen. Das ist auch so eine Glaskugelfrage. Also was wir bisher wissen, ist, dass die Immunantwort, die wir durch die Impfung erzielen, stärker ist als die Immunantwort durch eine leichte oder mittelschwere Infektion. Patienten, die sehr schwere Infektionen hatten, die auf Intensivstationen lagen, die haben auch tatsächlich so starke Immunantworten, wie man die durch die Impfung bekommt. Und da weiß man, hat man jetzt natürlich einen gewissen Beobachtungszeitraum schon zur Verfügung. Und da weiß man, dass die, oder man weiß von den ersten Geimpften, dass bei den mRNA-Impfstoffen die Immunantwort mindestens 7 bis 8 Monate nahezu unverändert anhält. Wenn wir das im Vergleich in unserer eigenen Kohorte anschauen, die wir beobachtet haben, dann lässt nach so einer mittleren oder leichteren Infektion die Immunantwort doch nach 6 bis 8 Monaten schon nach. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, wie es in einem Jahr... Gemessen jetzt im Blut, ne? Gemessen im Blut. Aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass wenn man dann nochmal Kontakt hat mit dem Virus, dass sich unser Immunsystem nicht wahnsinnig schnell wieder daran erinnert, oder? Was sagst du dazu als Expertin? Das
Gut, auf jeden Fall. Denn wenn wir diejenigen, die also ihre Antikörper so langsam verlieren, wenn wir die jetzt impfen und die impfen wir nur ein einziges Mal, dann geht die Immunantwort wirklich wieder auf das Maximalmaß hoch. Genauso hoch, wie wenn ich einen Menschen, der bisher keinen Viruskontakt hatte, zweimal impfe. Das heißt, dass auf jeden Fall eine Gedächtnisantwort da und die lässt sich auch wieder stimulieren. Was wir aber sehen, und das sehen wir halt leider bei diesen Immun-Escape-Varianten in Südafrika oder in Brasilien, dass diese niedrigen Antworten, die man noch übrig hat, nicht ausreichen. Mm. Das korreliert schon ziemlich gut mit der Antikörperantwort, die man im Blut messen kann. Und diesen, man kann auch diese neutralisierenden Antikörper messen. Das ist ein bisschen aufwendig, aber das geht. Und der Schutz korreliert schon sehr, sehr gut damit. Deswegen würde ich schon davon ausgehen, wenn wir also diese neutralisierenden Antikörper nach 8 Monaten noch fast unverändert haben, hält das auf jeden Fall noch auf jeden Fall mal noch ein Dreivierteljahr an. Das heißt, die wir jetzt impfen, das trägt uns, glaube ich, bis zum nächsten Herbst, also 2022. Was dann ist, weiß ich echt auch nicht. Kann sein, dass man da dann vielleicht nachimpfen muss. Kann auch sein, dass man jemanden, der nicht so gut auf eine Impfung anspricht, sei es, weil er Medikamente nimmt oder es gibt Menschen, die haben einfach nicht so ein starkes Immunsystem, dass man die vielleicht auch vorher schon mal impfen muss. Aber ich glaube, der Rest ist jetzt über den Sommer und den nächsten Winter erst. Aber wenn man jetzt mal in die berühmte Glaskugel schaut oder schauen und du sagst, bei den meisten hält es mindestens 8 Monate an, dann könnte es ja so vielleicht so ähnlich sein wie bei der Grippe, also bei der Influenza, dass man vielleicht einmal im Jahr hier eine Auffrischimpfung sich abholen müsste. Ja, so könnte es vielleicht sein, oder? Was meinst du? So könnte es sein. Ich glaube, also mein Gefühl wäre, aber wie gesagt, es ist wirklich Glaskugel, eher alle 3 Jahre. Aber muss man ja alle? Sagen. Das habe ich nicht gedacht. Alle 2 Jahre? 2 Jahre wäre eher mein Gefühl. Okay, ja, das ist doch schon mal was. Gut, ja, dann sind wir am Ende. Ich danke dir, ich danke Ihnen, Herr Pichelmeier, für eure tollen Vorträge und Gratulation zu den tollen Forschungsarbeiten, die ihr da geleistet habt, und schön, dass ihr heute Abend bei uns wart. Und ich hoffe auf Sie nächste Woche wieder, 18.15 Uhr. Das Thema, glaube ich, ist ein bisschen handfester und für die Mehrheit sicherlich super gut zu verstehen. Da geht es nämlich um Sport in der Pandemie. Also was darf ich tun? Wie sollte ich mich verhalten? Welcher Sport ist gut im Homeoffice? Bis hin dazu, wenn ich Corona hatte, welchen Sport sollte ich machen und wie sollte ich am besten trainieren? Wir haben einen Experten bei uns, das ist der Herr Dr. Wim Bauer vom Lehrstuhl für Sportmedizin und Prävention, also einen absoluten Experten wieder dabei. Und ich hoffe, Sie sind wieder bei.